Hast du's? Vorsicht, Vorsicht! Buonasera. Ma che sta facendo? Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Was? Er wird mit Brunschädeln in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4. Wir haben uns jetzt eine ganze Weile nicht gesehen, aber heute geht's endlich weiter. Wir spielen das sechste Kapitel und ich würde einfach mal sagen, los geht's. Siehst du schon was? Nur ein Haufen zwielichtiger Oberganoven, die sich rausgeputzt haben. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Es ist ja noch Zeit. Außer als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du es von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Hm. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir es einfach. Gut, einfach. Es wäre viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam, er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan, wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelinkt, aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, 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 hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Irgendwann. Aber jetzt komm schon, du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er... Siehst du? Vertrauen. Hey. Versuch den Smoking sauber zu halten. Schon klar. So, und jetzt geht's endlich wieder los. Wir sind jetzt hier in Italien angekommen und versuchen jetzt hier dieses Kreuz zu stehlen. Bin mal echt gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Ich glaub's nicht, dass ich draußen bin. Ich glaub's nicht, dass ich hier bin. Mit dir, in Italien. Ja, geht mir auch so. Ich wünschte nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja, ne. So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh, du bist also nicht zum ersten Mal hier? Nein, eher zum dritten. Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Sullivan? Ja. Okay. Ist unser kleiner Bruder Sam etwa etwas eifersüchtig? Naja, komm. Er war die ganzen Jahre nur nicht dabei. So, jetzt habe ich ja auch schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier wieder gut reinkomme jetzt nach der langen Pause. Muss ich erstmal wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Aber das kriegen wir schon hin. Eins unserer Lieblingsspiele, das vergessen wir doch nicht. Das ist doch wie Fahrradfahren. Auf die Brücke. Guckt euch mal das Gras hier an. Die Wiese, das sieht ja toll aus. So, L3. Ja, unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil rankomme? Pass auf. Ich pass auf. Ganz einfach, komm. Und hopp, L1. Ja. Hä? Ich, daneben. Also, auf das Handgelenk kommt es an.
Lass mal sehen. Kleiner Klugscheißer. Okay, nochmal. Ja, gesehen? Siehste? Nicht schlecht. Für den zweiten Anlauf. So, jetzt rüber an die Wand. Ja. Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi. Und jetzt du. Perfekt, würde ich sagen. So. Und noch einmal. Boah, der wird mir aber die Arme ausreißen. Ich finde das immer wieder unglaublich, wie unrealistisch das teilweise auch ist. Aber was halt Spaß macht. Hey, wir können uns von dem Balken da schwingen. Mhm. Bestimmt. Tauschen wir die Plätze? Okay, kletter über mich. Ich hab guten Halt. Okay. Na, hier rüber. Okay, auf geht's. Beim ersten Mal. Schon gut, niemand mag Angeber. Okay, na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir. What the fuck? Okay. Also Nathan Drake, das ist schon so ein echtes Tier irgendwie. Was der ja veranstaltet. So, okay. Ach so, okay. Ach, das kennen wir von früher. Schön einmal mit der Leine schwingen. Schwing! So. So. Sorry Leute, dass ich gerade zu wenig rede. Aber vielleicht ist es auch ganz angenehm für euch, sonst rede ich immer ganz schön viel. Ich muss ja erstmal wieder reinkommen. Ich bin jetzt gerade erstmal total konzentriert gerade. So. Oh. Respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene lì sta. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, wir können. Ach, ich liebe ja die Italiener und ihre Sprache. Also wenn die sprechen, das klingt immer wie eine Liebeserklärung. Und vor allem stehen wir alle super doll auf Pizza. Ich liebe Pizza, ich könnte den ganzen Tag nur Pizza essen. So. Wie gesagt, ich will das hier ein bisschen gründlich machen, das habe ich ja schon in der ersten Folge gesagt. Oh, da hinten, guck mal. Haha. So, und ich glaube, jetzt machen wir das mal wahr. Ich habe ja immer gesagt, wir gucken mal hier ins Menü. Genau, so, was haben wir denn hier? Oh, mir fällt gerade auf, wie viel wir schon verpasst haben. An den Katzenanhänger kann ich mich noch erinnern, den haben wir in der letzten Folge gefunden. Aber krass. Genau, das, also in der vorletzten Folge. Und das ist dieser sogenannte Flugzeugfisch gewesen, was ich gesagt habe, den wir unter Wasser gefunden haben. Da haben zwei Schmuckstücke dazwischen gefehlt, zwei Schätze. Okay, und jetzt auch schon wieder zwei. Muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Ja, ich mache das gerne gründlich. Also, wenn man Uncharted liebt, dann spielt man das auch gerne gründlich. Gut, okay. Wir schauen uns das später ein bisschen näher an noch. Bin ich mal gespannt, was wir noch finden werden. Und vor allem, ob wir das irgendwie komplett kriegen. Ich werde es vielleicht auch noch ein zweites Mal spielen und dann so viele Jahre. Mal gucken. Die kleinen Dinge vermisst man am meisten. Ich habe ja eigentlich immer so den Ansporn, die Spiele wirklich komplett durchzuschaffen. 100%. Der Duft von Zitronenbäumen. Motorradfahren. Kleine Dinge, aber zusammen. So, das geht's bestimmt hier hinten weiter. Das sieht schon so aus. Genau. Da, unser Fenster. Und da war gerade noch eine Anzeige. Da war ein L3. Ah ja, da hinten am Fenster.
Gut, wir sind fast da. Nochmal ganz, ganz kurz hier hinten gucken. Aber hier scheint nichts zu sein. Nee, okay. Tür ist auch verschlossen. Ja, scheiß drauf. Machen wir erstmal weiter hier. So, einmal hier oben dran. Das wird doch jetzt bestimmt so eine riesen Kletter-Action. Ah ja, alles klar, ich hab's gewusst. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Da links unten ist eine Plattform. Was? Okay, wir sind das erste Mal gestorben jetzt in dem Spiel. Wohlgemerkt, wir waren gut bisher. Okay. Nächster Versuch. Ah, nochmal Schwung holen hier. Okay, komm runter. Ist der jetzt auch abgestürzt? Das Laufen ist schmerzhafter, als ich in Erinnerung hatte. Ja, wem sagst du das? Und, deine anderen fantastischen Funde, die ich verpasst habe? Hast du wenigstens Fotos? Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Oh, wie ärgerlich. Ich habe Zeichnungen. Wenn wir zurück sind, zeige ich sie dir. Du hast Zeichnungen? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kann's kaum erwarten. Jetzt darüber und hopp. So, und jetzt so. Ich bin gerade so aufgeregt. Ich will jetzt echt wirklich wissen, wie es weitergeht hier. Gefährlich. Mist! Alles klar da oben? Ja. Ja, geht schon. Der Sound ist so geil, finde ich immer wieder geil. So, jetzt müssen wir es doch bald geschafft haben hier. Oh, guck mal hier, der Ausblick. Wahnsinn. Na, nicht schlecht. Wer hat Bock auf Urlaub? Ich bin dabei. Wäre übel, wenn du jetzt so nicht triffst. Das stimmt wohl. Aber ich treffe. Ja, toll. Das ist so ein richtiger Angeber irgendwie. Kommt ganz nach seinem Bruder. So, wie kommen wir jetzt? Achso. Ich wollte schon sagen, wie kommen wir jetzt da hoch? Achso. Ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ich wusste jetzt gar nicht, was hochziehen ist. L1 gedrückt halten. So. Okay, danke. Nathan? Nathan? Was? Oh, ja.
Okay. Alles klar bei dir? Ja. Wie sehe ich aus? Wie 400 Millionen Scheine. Na los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Sully? Weißt du, was ich an Ganoven-Partys so mag? Ha. Was denn? Niemand juckt, wenn du drinnen eine qualmst. Da ist er, der alte Schuft. Ja, zu lange. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da holt mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Mhm. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Schau mal da. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Mhm. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay. Aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Was weiß ich wie? Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Hm? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem, Strom, das hier da oben. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht. Und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusati, Signore. Mm. Antipasti? Hi. Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Könnte klappen. Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Victor, man sieht dir die Jahre echt nicht an. Danke. Ich bestimmt am Weg ans Leben. Ehrlich? Du glaubst aber auch aller Stimmel. Nein. Nein, nein. So. Also das wirkt ziemlich James Bond-mäßig hier gerade. Aber finde ich cool. Ist mal was anderes. So ein bisschen edel im Anzug. Eine Mission in Italien. So, schauen wir uns mal hier um, aber hier ist irgendwie gar nichts, was wir tun können. Sind die drei jetzt also quasi auf geheimer Mission unterwegs. Ich finde diese Spiegelung in dem Boden total geil. Das ist, grafisch ist das echt immer absoluter Wahnsinn. So, was haben wir hier? Ach, das ist die Auktionsliste. Okay, alles klar. Gut, das ist jetzt nicht so interessant wahrscheinlich. Ah, da war das Kreuz gerade dabei. Okay. So, gut. Wir erinnern uns, ich hatte ja auch gesagt, dass ich das nicht vorlese bei meinem Let's Play. Das würde alles deutlich zu lang dauern und das künstlich in die Länge ziehen. Oh, dieser Ort ist schick. Natürlich spielen Sie dummen europäischen Techno. Na, na, na. Europäischer Techno ist gar nicht so schlecht. Wenn man drauf steht. Von der Dorma.
Also umso mehr, also umso älter Nathan Drake wird, umso mehr tut er irgendwie nur rumfrotzeln, habe ich das Gefühl. Ganz schön am Rummeckern, der Kleine. Da werden wir. Okay, dann also mal ab los. Durch die Tür jetzt. Verschlossen. Was? Scheiße, die war doch offen. Was sonst? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Habt ihr gesehen? Keycard hinten links. Yep. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Okay. Aber wie? Was muss ich jetzt machen? Ah, okay. Hä? Ah, okay. Ich hab's noch gar nicht versucht. Das hat so ein Zeitlimit. Okay, alles klar. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Super. Haha. Der hatte Zweifel. Ist zwar kein Schatz. Aber in dem Moment ist es ein Schatz. So, ich wollte mal kurz gucken, ob der auch bei den Schätzen aufgeführt wird, aber die Karte wird dann natürlich nicht aufgeführt. Das war jetzt quasi bloß optional. Okay. Na gut, versuchen wir es nochmal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Wird schon schief gehen. Wir melden uns. Hände hoch. Hi, Victor. Hallo, Nadine. Schön, dich wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich ja so fehl am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfelchen. Nicht weglaufen. Nate, alles mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Ja, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört ihr nicht dieser Söldner-Army? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Ich wäre dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sully. Du krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Okay. So, jetzt haben wir ein neues Areal. Also jetzt haben wir quasi Nadine Ross kennengelernt. Und wie wir wissen, scheint die ja irgendwie zu den Bösen zu gehören. Bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt noch passiert. Oh ja, die haben alles im Angebot. Hochzeiten, Bar Mitzvahs und Schwarzmarktauktionen. Aber haben die auch einen DJ? Haben die auch einen DJ? Ja, ich hätte einen zur Not. So, wo geht's jetzt hier überhaupt lang? Das ist ja ein riesiges Labyrinth hier unten. Ja. Oh, Wahnsinn, was die hier alles bauen. Hm.
Welch Mist. Siehst du einen Kellner da drin? Nein, nur schwer bewaffnete Schläger. Das sieht nicht gerade wie die Küche aus, würde ich sagen. Was zum Henker ist das? Das Tor war nicht auf den Bauplänen. Ja, wahrscheinlich sind die Baupläne alt. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Ja. Okay. Plan B. Was wird aber noch angezeigt hier? Ich sag doch, es ist zu. Ich will nur sicher gehen. Und? Es ist zu. Okay. Genau. Ja. So. Da oben sind Lüftungsschächte und der guckt da hin gerade. Das scheint jetzt so ein Labyrinth-Rätsel zu werden, wie es aussieht. So was Ähnliches gab es ja schon mal in Uncharted 3, kann ich mich erinnern. Na bitte. Okay. Ups. Oder auch nicht. Das geht auch. Hat schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Außer wenn man wegrennen muss. Oh Mann, von den Dämpfen hier drin werde ich ganz benebelt. Wie gut, dass Sully fehlt. Wieso ist Sully etwa ein kleiner Säufer? Oder wie soll ich den Satz verstehen? Na, wahrscheinlich trinkt er gern mal einen. Ich wusste es, ein Labyrinth-Rätsel. Ach, die Dinger mag ich eigentlich immer nicht so. Aber da fuchsen wir uns durch, würde ich sagen. So, hier hinten war noch ein großes Fass. Vielleicht ist der Zugang genau. Hinter den Fässern. Die geben den Weg frei. Scheinbar. Gucken wir mal. Das ist ein Haufen sehr seltener Jahrgänge. Ja, vielleicht begnügt sich Alcazar mit ein wenig Wein. Irgendwas sagt mir, dass das nichts wird. Hey, müssen wir uns Sorgen machen, weil Victor Nadine Ross anbaggert? Ich habe schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sully. Der kann sich aus allem herausreden. So, ich bin irgendwie gerade total konfus. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich stehe ständig vor einer Wand. Hier hinten ist auch ein Fass. Da kommen wir nicht ran und hier geht's nicht weiter. Verdammt. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Ich bin völlig blind hier in der Dunkelheit. Zurückziehen. Wie bin ich jetzt verwirrt? Ist es noch weiter zurückziehen? Gut gemacht. Ach so, okay, dann gehen wir hier vorne hinter dem ersten Stapel lang. Alles klar, jetzt ist hier hinten frei, okay. Also der Fehler war einfach nur, dass ich gerade nicht so weit zurückgezogen, nicht weit genug zurückgezogen habe. Na geht doch. Okay. Was war das gerade für ein Geräusch? Wie bewegt sich ja alles? So, und jetzt kommen wir hier auch durch. Jetzt können wir hinterspringen. Genau. Hier entlang. Hey,
Hey, sieh mal die Lüftung. Da geht's raus. Yep, mir war schon irgendwie klar, dass wir jetzt irgendwie bald durch eine Lüftung durch müssen. Weil da am Anfang von dem Level waren auch ganz viele Lüftungsschlitze oben. Du musst mir nicht helfen oder so. Ich halte das Feuerzeug. Das Feuerzeug. Er trägt die Verantwortung, sozusagen. Ich trage auch mal gern die Verantwortung. So, okay. Dann mal rauf. Okay, hier. Enger als es aussah, was? Und staubiger. Okay, also hier ist nichts. Müssen wir hier weiter? Ich hasse ja so enge Gänge irgendwie. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? La scopa da quello cosa. Con il parrucchino in quella roba sul naso. Portali a sciacquature dei piatti. Tanto non capirebbe la differenza. Sbrigati però. Sai che questa gente non piace aspettare. So, das scheint aber auf jeden Fall das Küchenlager gewesen zu sein. Ja, die holen gerade Wein da unten. Hier ist aber auch nichts. Hey, wo geht's jetzt hier weiter, Leute? Ach, hier. Wollte gerade schon sagen, ist irgendwie komisch. Okay. Und jetzt? Hallo? Okay. Ach so. Der wollte das zu zweit machen. Alles klar. Mich gerade übelst gewundert, so warum jetzt nichts passiert hier. So, ne, dann haben wir es doch. Okay. Lass mal einmal hier hoch. Psst. Selber psst. Merda. Hey, un po' di continuo. Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Die Italiener gucken wieder Fußball. Wie immer. Frischluft, wir kommen. So, dann raus da. Jetzt sind wir in irgendeinem Hinterhof und da wird man meistens immer ganz schnell entdeckt. Da ist wieder irgendwas. Jetzt ist es dunkler geworden draußen. Vorhin war noch taghell. Jetzt wird es langsam. Hey, guck mal da. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Ah. Den Mobilfunkmast? Hey, was? Egal. Das ist der Maschinenraum. Okay. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Also da müssen wir quasi hin. Das scheint doch ein Stück zu sein. Sam, da oben. Ich helfe dir hoch. Alles klar. Okay. Gut, dass du in Form bist. Das sah aus gerade wie so ein Fisch an Land. Sam ist schon irgendwie so ein komischer Typ irgendwie. Sully, komm aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully, bist du da? Hier ist bestimmt kein Empfang. Hoffentlich geht's ihm gut. Bingo. Da ist die Küche. Und natürlich. Vielleicht liegt er aber auch schon mit Nadine im Bett. Ah, kleiner Schatz am Rande. Glaube ich nicht. So, okay, also auf jeden Fall hier hoch. Ach, jetzt. Sam, hier. Kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Ach, ich soll hoch, alles klar. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum der die Aktion jetzt hier nicht auslöst. Obwohl ich immer drücke.
Hast du's? Vorsicht, Vorsicht! Buonasera. Ma che sta facendo? Nicht so hart mit den Zivilisten. Oh mein Gott. Was? Er wird mit Brunnschädeln in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Okay, ab in den Maschinenraum. So, wie kommen wir da jetzt hin? Suchen wir mal. Alles klar, Sam? Ja, nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, wir zurück in den Baugleich. Sam, bist du da? Sam? Sully? Toll. Ja, hier geht's weiter. Das ist ja übelst verschachtelt hier. Ach Leute. Ach, hier an dieser Rankenwand wahrscheinlich. Ja. Das sieht schon aus wie eine Leiter. Ja, man muss ja echt immer die Augen aufhalten. So. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Müsste bald da sein. Ich wollte gerade sagen, bald. Noch bist du nicht da. Noch sind wir nicht da. Hier komme ich nicht hoch. Oder? Ne. Das kannst du vergessen. So, irgendwo anders lang. Hier dem Kabel? Manchmal kann man ja so an Kabel und Rohren kann man ja manchmal hochklettern. Klettern, klettern, klettern. Ich bin gerade völlig. Ach, hier rüber vielleicht. Ja. Ich sag ja, bei Uncharted gibt es immer einen Weg. Uiuiui. So. Und nun? So, ich bin auf jeden Fall völlig begeistert, dass wir das jetzt endlich weiterspielen. Ich hatte absolut keine Zeit, da ich diesen YouTube-Kanal ja nur hobbymäßig betreibe. Aber ich habe immer gesagt, ich werde es weitermachen, ich werde es fertig machen und ich werde demnächst auch noch neue Spiele anfangen, bei denen ihr gern wieder zuschauen könnt. Und in dem Zusammenhang möchte ich euch auch gerne nochmal ermuntern, falls ihr jetzt zuschaut, gerne ein Like und auch sehr, sehr gerne ein Abo dazulassen. Damit sich mein kleiner YouTube-Kanal doch noch ein bisschen aufbaut vielleicht in Zukunft. Und damit ich da auch ein bisschen mehr machen kann. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, jetzt sind wir gleich wieder bei einer halben Stunde. So. Und einmal springen. Ah, Vorsicht. So, und jetzt. Und hopp. What the fuck? Was ist jetzt passiert? Okay, ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Episode und lasst ein Like da und ein Abo und dann sehen wir uns bald wieder. Bis denn. Ciao, ciao.